So, und fröhlich weiter geht's in der 100er Folgenliga zu Let's Play Mass Effect 2, Folge 104. Inzwischen, wir haben Jacobs Vater gefunden und Jacob war nicht sehr erfreut darüber. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Danke von meiner Tochter, von Diana. Commander Shepard, Aria Tulok hat mir diese Adresse gegeben. Ich bin Diana, Neffs Mutter. Ah, okay. Wir haben anlässlich ihrer Ermittlung über ihren Tod miteinander gesprochen. Aria hat mir auch erzählt, dass eine tote Asari in einem der Apartments der Reichen gefunden wurde und dass sie die Mörderin meiner Tochter war. Danke, ich weiß nicht, wer sie in mein Leben gebracht hat, aber sie haben meine Tochter gerecht. Danke. Meine Neffe hatte etwas Besseres verdient. Ich könnte ihr das nicht geben. Ich konnte ihr das nicht geben, aber zumindest haben sie das Missstück erledigt, dass ihr das Wenige auch noch genommen hat. In Dankbarkeit, Diana. Oder Diana ist es ja. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Gut, dann sprechen wir mit Jacob. Ach, da ist er gleich um die Ecke. Stimmt. Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Es ist vorbei. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Wir sprechen später. Commander. Okay, so viel hat er dann doch nicht mehr zu sagen. Danke, Jacob. Okay, weiter geht's. Mal kurz einen Schluck trinken. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Oh, jetzt können wir Tali helfen. Shadowbroker Basis haben wir auch noch. Also so viel ist nicht mehr, ne? Wir haben hier noch ein paar Anomalien und wir müssen dann am Ende noch zur Citadel. Da gibt es noch einiges, aber nicht mehr so viel. Ja, würde ich sagen, fliegen wir jetzt einfach mal die Anomalie an. Und in der nächsten Folge werden wir uns um Tali kümmern. Mal gucken, wie lange die Anomalie geht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Was haben wir denn hier? Ist die hier überhaupt? Die ist doch hier gar nicht. Die Anomalie ist... Hier ist die Anomalie in Bürgerland. Sadaban. Anomalie geortet. Sadaban ist ein großer, dichter Planet, der nach dem Volus-Gott der Bestrafung benannt ist. Seine Kruste ist reich an Uran, das durch Wind erodiert wurde, was zu großen radioaktiven Staubstürmen auf der ganzen Oberfläche geführt hat. Die Volus von Talis Via haben den Planeten mit Weltraumsonden und Telepräsenz-Robo-Abbau gründlich erforscht und dabei festgestellt, dass sie dabei nicht die Ersten waren. Die Volus von Talis Via haben den Planeten mit Weltraumsonden und Telepräsenz-Robo-Abbau gründlich erforscht und dabei festgestellt, dass sie dabei nicht die Ersten waren. Erstaunlicherweise ist das Uran bei diesen Minen jedoch nicht erschöpft. Es sieht vielmehr so aus, als wären die Anlagen am Höhepunkt ihrer Förderproduktivität verlassen worden. Aha. Sie sollen weiterarbeiten. Der Boss liegt uns um.
Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Scans zeigen eine behelfsmäßige Basis auf der Planetenoberfläche. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen des Bloodpacks. Zahlreiche Lebenszeichen geortet, Watcher-Signaturen, Ressourcen in der Basis und Komponente zur Waffenherstellung. Eieiei. So, Jacob ist ja jetzt loyal. Das ist ein schönes Outfit. Da habe ich immer wieder die Grunt mit. Oh, sie ist ja auch ja, hier in Schwarz. Das sieht nice aus. Nimm mal Grunt und Said mit. Drei Punkte zu verteilen. Mit Betäubungsschüsse nutze ich eigentlich eher selten. Dann ist auch der Munition. So, Grunt. Das. Und Said kriegt die Inferno-Granate. Soll die Claymore behalten. Ich orte eine große Energiequelle innerhalb der Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Okay. Kallus, Sie bekommen Ihre Ressourcen, wenn alles bereit ist, oder wollen Sie selbst nachgraben? Alles wird für den Angriff vorbereitet sein. Wenn Sie mir die zusätzlichen Warschaff wie angefordert besorgt hätten, wäre die Sache längst erledigt. Salamul. Kalusk, ich schicke Ihnen zwei Ihrer Watcher zurück, damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einen Ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden Sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte, Salamul. Runtergekommen. Ah, hier. Morcha. Kallus, einige meiner Watcher sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn Sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Wollen Sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Garm immer nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für den Mineneinsatz gut genug sind. Salamur.
geht's denn hier weiter? Ach hier. Keine Muni. Mal gehen wir an die Basis rein. Mal gucken, ob ich da vielleicht ein bisschen Munition finde. Sehen Sie sich das mal an. Was ist das Ding, das war in die Luft jagen soll? Wir müssen hier weg. Damit lässt sich was anfangen. Ah, Mikrofusionsgitter. Waffenherstellungsanlage des Bloodpacks ausgeschaltet. Watcher-Soldaten des Bloodpacks dezimiert. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Was haben wir denn hier? Danke. Von Leslie. Ich bin Leslie. Ich war auf Aia. Was? Aia. Das Essen machte mich krank. Die Ärzte helfen mir jetzt. Ein Arzt kennt Jacob. Er sagt, er kann Ihnen das sagen. Ich kann das für mich schreiben, aber ich will es selbst tun. Ich muss meine Worte benutzen. Meine Worte kommen zurück. Ich kann gut reden. Lesen ist schwer, aber es wird besser. Es muss besser werden. Taylor wollte, dass ich so werde. Er wollte, dass meine Worte weg sind. Ich muss ihm zeigen, dass er verloren hat. Ich bin nicht schwach.
Er hat mir Dinge angetan und jetzt kann er das nicht mehr. Ich kann nicht meine Worte nehmen. Er kann nicht meine Worte nehmen. Er kann nicht machen, dass ich nicht ich bin, weil sie und Jacob ihn aufgehalten haben. Danke, Leslie. Heute ist wieder so ein Tag mit Lesen. Ja. Aber will ich lieber nicht lesen. Wie unglaublich viel Zeugs gesammelt zwischendurch. So, ich würde mal das Spiel speichern. Und dann war es das mit dieser Folge. Ich guck mal gerade, wie lang die Folge ist. Ja, ich glaube, wir machen hier einen Cut an dieser Stelle. Und dann mal gucken, nächste Folge werde ich die Mission mit Tully angehen, sodass wir auch bei ihr, ja, dass sie auch mit uns loyalmäßig unterwegs ist. Und dann gucken wir mal, was noch alles so passieren wird. Also, bis dahin. Ciao!